Infizierte, Infizierte. Huch! Ich weiß nicht, schon sage ich, finde das Pfeilschießen finde ich hier interessant, finde ich hier besser als im ersten Teil. Ah, jetzt ist der Ball am Arsch. Ist natürlich so, natürlich, ja, das im ersten Teil hattest du natürlich diesen Pfeil. Bullshit. Oh, ah! Aua! Oh, fuck. Oh nein. Fuck. Nutze die Macht, Ellie, nutze die Macht. Das ist gar nicht geil. Irgendjemand, Tommy, irgendjemand, komm, irgendjemand. Nein, jetzt wird er kein Character Switch, danke schön. Abby. Siehst du, wir haben was. Hier sieht aber echt übel aus. Mit Glück überlebt sie einen Monat. Wer es für heute nicht gut sein lassen. Ja, hol das Ding runter und erneuern. Im Ernst, Mann? Lohnt sich für sie der Weg überhaupt zurück? Ist ja... Hat sie dich erwischt? Nein, alles gut. Alles gut. Oh, fuck. Was gibt's da zu lachen? Du hast dir die Hose gemacht. Was hast du gesagt? Was für ein Schisser. Du lachst gerne, was? Steh auf. Hey, komm schon. Steh auf. Das muss nicht sein, Mann. Sie ist doch total am Arsch. Na los. Wenn es zu komisch, hä? Das ist lustig. Karin. Ja. Verdammte Scheiße. Fuck. Scheiße. Du sagtest Abby. Du suchst an Abby, oder? Wir haben vor ein paar Monaten eine geschnappt. Als ob. Sie ist groß. Blond. Hat Arme wie ich. Sie hat einen dürren Jungen dabei. Mit Narben am Mund. Ja. Ja, das ist sie. Lass mich gehen. Und ich sag dir, wo sie ist. Du kannst sie finden, bevor die Infektion sich ausbreitet. Rede. Sie steckt in einer Zelle, in unserem Lager. Was ist das? Du musst da lang, bis zu den Schienen. Da kommst du zu einem Ressort. Wir halten sie in einem großen, runden Haus. Ich schwör's. Darf ich das jetzt behalten? Alter, darf ich das behalten? Nein! Es soll keiner keinen Charakterschutz geben, die sitzt hier fest. Hä? Zum Resort. Großes, oh mein. Haus. Großes Kaliber, ich habe alle Waffen gefunden. Schien zum Resort. Großes, rundes Haus. Wo sag ich Tommy, verdammte Scheiße? Oh, sie hat das so genießt. Okay, das ist krass. Fuck. Ich gehe nicht zurück. Waffe. Ich gehe nicht zurück. Gott verdammt. Scheiße. Okay.
die Waffe. Die anderen sollen alles absuchen. Nicht, dass noch jemand rausgekommen ist. Und achten auf die Offiziere. Ja. Was Wenn ich das rausfinde, dass er Hilfe hatte, gibt's hier verdammt nochmal Tote. Oh nein, das haben die einen Hund. Er hat schon länger Theater gemacht. Das war der dritte diesen Monat. Setzt du jetzt mehr Leute am Tor? Ja. Huch. Da sind wohl zwei tot. Hm? Okay. Wo sind die anderen? Rattler, was zum Teufel sind Rattler? Gut, von dem kriege ich meinen Fall nicht mehr. Kriege ich den Fall von ihr wieder? Natürlich auch nicht. Wäre ja zu schön, ne? Wäre zu schön, wenn ich meine Pfeile... Ich glaube, zweimal aufsammeln kann man den gleichen Pfeil, glaube ich, nicht. Kann das sein? Wo ist der andere? Das waren ja drei. Wahrscheinlich heftig, dass Abby sich da selber rausgeholt hat. Und diesen Biss an der Hand. Das juckt Ellie doch nicht. Ah, Pfeile. Ja gut. Schön wieder unten, wenn man noch dran schaut. Ein bis zwei Pfeile. Was machen die Typen mit denen? Sperren die einfach nur ein? Oder was machen die mit denen? Ich verstehe. Diese Winde sind das wahrscheinlich die Rattler. Ich habe die noch nicht so ganz verstanden, was die machen. Also die Hunter, die hatten, ja, gefühlt wirklich nie gefangen. Und die Hunter haben aus Leuten Essen gemacht. Oder sie einfach gnadenlos erschossen. Ja, die wollten eigentlich einfach nur Vorräte. Die Fireflies, na gut, die haben sich ja gegen das Militär gewehrt. Und so ein Arschlöcher gewesen. Und gut, die WLF. Gut, das sind wahrscheinlich auch abtrünnige Firefly oder irgendwelche Freiheitstypen. Die Seraphiten, ja gut, das sind Leute, die nicht wirklich dieses neumodische Zeug, sondern nur auf das altmodische. Wie können die hier drin sein? Das Ding spricht ja nicht mal Sporn, aber ich glaube, wir sind nicht mal in dem Haus, ne? Das wäre viel zu unsicher bewacht. Finde ich heftig, dass wir das Maschinengewehr Maschinenpistole behalten. Aber wenn danach das Spiel bald rum ist, Alter, dann weine ich, weil die Maschinenpistole kriegt man gefühlt immer zum Schluss. Also würde mich jetzt nicht wundern, wenn das Spiel dann bald demnächst rum wäre. Ach nice, mal bauen. Fallen oder ein Schalldämpfer. Rauchbombe, Sprengfalle nehme ich mal. Die Rauchbombe, ich benutze keine Rauchbomben, Alter. Da. Headshot. Der hat echt lange gebraucht, um mich zu sehen. Finde ich schon heftig. Direkter Kopfschuss war das, Alter. Der war richtig schönes Gesicht. Wo ist der Typ mit seinem Hund? Alter, das war ein richtig schöner Kopfschuss, Alter. Warum habe ich gerne gesehen, dieses Hässle hier nicht? Ich weiß nicht, wo der Typ mit seinem Hund ist. Ah. Da vorne. Sorry. Tut mir leid, Hundi. Aber es ging leider nicht anders. Ich töte Hunde in diesem Spiel echt ungern. Aber man muss alles töten, wenn man überleben will. Ah, nice. Natürlich sind die beiden voll gut. Der hat eine Rüstung an, aber trotzdem. Gut, ich hätte dem auch einen Exklusivfall reinballern können, dann wäre er und sein Hund direkt tot gewesen. Aber gut, sein Hund war ja auch direkt tot mit dem Kopfschuss, das war ja nicht allzu schlimm. Finde ich so ein bisschen scheiße, so die Hunde zu töten, weil ich das echt ungern tue. Aber scheiß Autos im Hintergrund. Bullshit, als ob immer noch welche sind. Bullshit!
Bullshit, Digga. Bullshit sind da viele. Alter, das kannst du dir ja nicht ausdenken. Hat einen Helm auf, hab ich gerade noch gesehen. Schalldämpfer. Ist heftig, dass man einen Ast auf Assmann Gewehr hat, was einen dauerhaften Schalldämpfer besitzt. Das ist heftig. Das gab es im Einsatz an das Spiel nicht. Oh, ist auch wieder beschissen, dass wir damit schon voll sind, wieder mit der Waffe, ne? Ich würde alles mitnehmen an Munition, was es gibt. Ich würde dann nicht irgendwie sagen, nö, ist jetzt voll. Ich würde zu viel mitnehmen, dass der Rucksack aber auch überquillt an Munition. Natürlich muss man ein bisschen auf Gewicht achten, aber trotzdem, Alter. Das, was du hier an Gegner hast, das verschießt du auch instant wieder, weil es einfach, ja. Weil es halt einfach so ist, dass du es einfach direkt wieder verschießt. Ah, die andere läuft da hinten rum. Munition. Natürlich bin ich damit auch wieder voll, ist ja klar. Genau, komm her. Okay. Was war das? Was zum Teufel ist das? Ich gebe Deckung. Huch. Angie. Ich habe natürlich keine Bomben oder sowas. Angie hat sie mit! Check die Umgebung! Wir müssen das beenden! Ah. Wobei, doch, ich hab was Explosives. Wenn die mal herkommen würden, ne? Huch! Wie? Sie ist in dem Laden! Nee, bin ich nicht. Du heilige Scheiße, die haben Stahlhelme, Alter. Wir müssen sie ausschalten jetzt! Bullshit, ich hab den so einen Armbruch geschossen. In den Bauch, Mädchen. In deinen Bauch. Bullshit. Noch mehr? Boah, Alter, das ist heftig, dass du den mit den Gewehren die Hände etc. wegschießen kannst, Alter. Das ist krass, Alter. Wo ist der Weg? Der Hund. Ich glaube, Hunde kann man aber gleich nicht zerstückeln, ne? Bullshit, dem hat die Vorderpfote weggesprengt. Schallgeld für die Munition nehme ich echt gern mit von euch, ne? Das nehme ich auch noch mit. Gut, ich hätte gerne mit einem normalen Geschoss, wenn ich das mitnehmen können, aber leider nein. Alter, der hat den Fuß weggesprengt. Ah ne, das ist. Oh, das ist der Unterkörper. Wo ist der Oberkörper? Ich will's gar nicht wissen, wo der Oberkörper ist. Ich will's auch gar nicht wissen, wo der ist. Das ist. Nein. Ich will es wirklich nicht wissen, wo der Oberkörper ist. Reckless. Aha. Na gut, da steht wahrscheinlich jetzt einfach nur Rattlers drin, oder? Scars, Wolves, Fireflies, zur Hölle mit ihm. Du hast Rattlers vergessen. Aber das war es nicht wundervoll. Der hat gesagt, vor Monaten schon. Wie spät ist Ellie hinten dran? Oder war das nur ein Prank von den Typen? Ich weiß es nicht.
bin mir nicht sicher, ob das ein Prank war oder ob das wirklich schon Monate her ist. Wie komme ich hier weiter? Okay. Boah, soweit ich bei Grund gesehen habe, bei den Parkfolgen, geht das hier tatsächlich so das Ende zu. Auch irgendwas mit Rattlers am Titel stand. Vorsicht, da kann irgendwas drin sein. Okay, gut, juckt unsere Ellie nicht. Warum sollte es unsere Ellie auch interessieren? Wir nehmen mal die Brechstange mit, die ist ein bisschen effektiver als so ein Bleirohr. Licht aus. Vielleicht labert Ellie ja mit im Sitz im Keller und ihre Batterien sind fast leer, Mädel. Diese Taschenlampe haben keine Batterien. Ach du heilige Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Weg hier! Das sieht wie ein großes, rundes Haus aus. Hm. Kapitol. Gar nicht auffällig. Gar nicht auffällig. Man könnte irgendwie eine Revolution anzetteln. Wie komme ich da rein? Ich will da gar nicht rein. Die haben alle Schusswaffen. Und sind keine Ahnung wie viele. Und gut, die sind sehr scheiße, wie man es an den vorigen gesehen hat. Niemand von denen hat mich getroffen. Also, ja gut. Woher weiß Ellie eigentlich, wie man einen Schalldämpfer verbaut? Hat die da ein Rezept für gefunden? Ich bin mir nicht mehr sicher. Weiß die das? Ich bin wirklich keine Ahnung. Ich will da gar nicht rein, ganz ehrlich. Ne? Ich will da gar nicht rein. Ich will da gar nicht rein. Sag ich mir mal wieder. Ellie wird es nicht schaffen. Die wird im Endeffekt wird die einfach kaputt gehen. Komm schon, komm schon. Du schaffst es. Nur noch ein kleines Stück, Kumpel. Lass ihn in Ruhe. Er spürt doch nichts. Ja, scheiß drauf. Ich hatte ihm genau das versprochen. Das ist so ein abartiges Hobby. Jetzt wärst du bestimmt lieber nicht geflohen, oder? Anthony. Anthony? Kann ich die irgendwie befreien oder so? Ja, kann ich. Was ist das für ein Infizierter? Huch! Gewechselt hat. Also, die hat den Tomahawk. Ah, ja, gib mir den Tomahawk, Lady. Dankeschön. Okay, gib mir das. Sonst wird das ja wirklich nichts. Dankeschön. Ich frag mich, du würdest die Schalke gerne auf den Waffen hernehmen. Ja, war mir klar, dass das nicht war. Ja! Da bist du ja! Wenn mein Arm weggebrezelt. War's das? Das war's doch nicht, Alter. Wie hier. Kranke Arschlöcher. Also ja, da stimme ich zu. Das sind tatsächlich kranke Arschlöcher. Also das.
Digga, die spielen mit Infizierten, ETC. Digga, finde ich geil, dass der was getötet hat. Hat sich immerhin gelohnt. Danach hat er mich angegriffen. Ich dachte, das ist der Typ. Aber nee, das war tatsächlich. Das nehme ich auch. Das nehme ich sogar viel lieber als den kleinen Tommy. Das war ein bisschen langsamer, die große Waffe. Oh. Der Shogun. Na gut, ich nehme mal die Shogun mit. Die Schallrinne, der lasse ich erstmal noch weg. Ich greife zum Boden. So, meins und meins. Neues herstellen. Molotov. Ganz dringend Molotov. Wir können auch was herstellen. Benutzen wir auch Bomben, Alter. Sollte ich ja vielleicht mal, ne? Vielleicht bringen die ja irgendwas. Vielleicht können die ja was, die Rauchbomben. Ich benutze ja nicht mal einen einsamen Multiplayer. Den ich aktuell gerade gar nicht spiele, aber ich benutze die halt nicht mal da, weil ich, keine Ahnung, ich kann damit nichts anfangen. Ab und zu schon, aber nicht so häufig wie alle anderen sie benutzen. Ich war nie der Rauchbomben-Fan, ich war immer der ganz normale Handgranaten-Fan. Okay. Warum zum Teufel ist es hier drin so dunkel? Sollte man hier rein? Oder warum ist es hier drin so fucking dunkel? Keine Ahnung, das ist mir auch egal. Großes rundes Haus. Da ist es. Als ob die Musik hören, Alter. Scheiß auf all die Arschlöcher. Ich bin nicht allein. Ich gehe nach, was los ist. Hey! Der Pfeil ist dem durch den Helm? Der Fall nicht mehr ganz ist, ist mir klar. Schade, die hat da nichts gekriegt. Pete! Flankieren! Sein muss, schießt ihr allen die Arme weg. Sogar Bullshit, das kannst du dir ja nicht ausdenken. Das ist widerlich. Da! Da! Das ist der Typ da oben noch da. Wir werden hier platt gemacht! Zur Hölle! Alle aussperren! Mach den Tor! Tja, ich werde
von einer einzigen Person platt gemacht. Das ist schon ziemlich scheiße, muss man sagen. Und da oben sind dann noch mehr. Irgendwo ein Klicker. Also scheint mir zumindest so, als hätte ich da vorne irgendwo einen Klicker. Tanzi! Hier! Hier! Digga, kannst du dir nicht ausdenken, ne? Nö, juckt die nicht. Denn aus diesem Grund benutzt sie keine Rauchbombe, die eh nicht funktionieren. Rauchbombe, so unnötig. Einfach nichts bringen. Kuckuck. Schaut geil, wie die Typen einfach zu dumm sind. Rückt auf! Sie kann nicht weg! Ja, hier drüben! Eure Helme schützen euch sehr gut. Und der Helm ist weg. Kann ich wieder nach dem Kopfschuss drücken oder willst du immer noch Strom streiken? Natürlich. Eigentlich war das so nicht geplant. Ich wollte eigentlich mit der Shotgun rein, aber. Ich verballere wieder so viel Munition, das kannst du dir nicht ausdenken. Save, man hätte irgendwie das die Infizierten regeln lassen können, aber die Infizierten sind dann einfach zu schlecht. Deswegen lieber nicht. Natürlich kann ich die Munition von denen natürlich nicht mitnehmen, weil Realismus. Warum sollte man das auch können? Ach, die Leiche von der ist schon despawned, der ich richtig schön Headshot gedrückt habe, Alter. Dem natürlich, die haben natürlich trotz Schalldämpfer gewusst, wo ich dann mich befinde. Kennt man, Alter. Der Schalldämpfer, der einfach nichts bringt, Alter. Man kennt ihn. Das ist zu geil. Und zack. Lass mal Pfeile herstellen. Ich glaube, den können wir bis jetzt irgendwas Besseres anführen. Scheiß hast du. Let's go!
Scheiß wirst du, Digga. Kann ich auch mal so rumzuschreien, nur will ich immer irgendwas wegfetzt, Alter. Also, zweiter Teil ist auf jeden Fall viel brutaler als der erste Teil. Das ist klar, Digga. Also, da. Das streitet niemand ab, dass der zweite Teil nicht brutaler als der erste ist. Natürlich die Story für mich, weil ich kann man aus der Story dann nicht irgendwas denken, so aus dem zweiten Teil. Natürlich so hin und her, halt Rache, Durst, etc. Was ich finde. Im zweiten Teil finde ich halt auch nicht wirklich schlecht. Also ich mag diese Vorgehensweise und diesen. Natürlich mag Abby nicht wirklich, aber diesen Charakter-Switch, dass man zwei Seiten erlebt. Man sich in diese Charaktere hineinversetzen kann, finde ich halt sehr stark gemacht. Ich mag beide Spiele. Ich würde den zweiten Teil auch schon eine 10 von 10 geben. Egal, wie das Ende ausgeht. Gut, außer Ellie stirbt, dann ist es nur eine, dann ist es eine 2 von 10. Ellie ist mit der Beste, ist eine der Top-Charaktere im gesamten Game. Im ersten Teil und auch. Na, immerhin haben sie so viel Munition, die Rettler. Immerhin für dieses Arm-Wegfetz-Gewehr haben die auch Munition, da bin ich ziemlich glücklich drum. Dann kann ich den Leuten wieder die Arme wegfetzen, ne. Fetze ich denen wieder die Arme weg.